Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 26. November 2017? Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Wassermann in Grenzbereich und übergeht im Tierkreiszeichen Fischen. Mond hat eine zunehmende Mondphase und heute ist Halbmond. Mond hat einen Einfluss von Sadal Melik und dieser Stern bringt uns Glück. Mond bewegt sich ziemlich schnell und kommt nochmal zu einer Verbindung zum Fomalhaut. Und dieser Stern Fomalhaut gehört zu den königlichen Sternen, befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Damals, etwa vor 3000 vor unserer Zeitrechnung, haben die persischen Astronomen diesen Stern Fomalhaut als königlichen Stern die südliche Himmelsrichtung bestimmt. Bringt auch Glück. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und hat Einfluss von Hyaden und Plejaden. Diese Hyaden und Plejaden sind die Töchter von Atlas, mindestens so beschreibt die griechische Mythologie. Hier treffen wir wichtige Entscheidungen, welche Richtung soll es weitergehen. Und es ist auch wichtig, weil wir brauchen einen Ausgleich. Die Element Erde gibt uns heute den Ausgleich bei diesem Halbmond. Und das bedeutet Realität, Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit und ein fester Boden unter unseren Füßen. Das brauchen wir heute. Und das ist auch Symbol die Erdebewegung. Und wenn die Hyaden und Plejaden einen Einfluss nehmen auf unserem Planet Erde, unserem Energiefeld, die vermitteln etwas. Diese Schwester, die weinen. Und das sind die Tränen. Das kann auch Glückstränen sein, aber kann auch die Tränen die Traurigkeit sein. Mir fällt immer die Frau Holle ein. Entweder sind wir die Pechmarie in unserem Leben oder sind wir die Goldmarie in unserem Leben. Oft liegt es in unseren Händen. Wie treffen wir unsere Entscheidungen? Und es ist sehr wichtig heute, da eine Klarheit zu bekommen, die Orientierung und im Vertrauen bleiben. Also selbstsicher sein. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist kleinere Veränderungen, bewegt sich einiges in ihrem Umfeld, eine kleine Reise ist auch möglich und Sie können heute mit einer guten Nachricht rechnen oder ein wichtiger Termin oder ein sehr wichtiger Vertrag. Es kommt Struktur rein. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben Glück. Es ist nicht nur Neptun- und Jupiter-Verbindung, sondern diese beiden Glückssternen. Das wird zwar durch den Mond Einfluss auf uns alle, aber so direkt spüren auch die Fischengeborenen. Sie sollen intuitiv sein. Was die Fischengeborenen ein bisschen bremst, das sind die Gespräche. Entweder sind es Missverständnisse oder warten ein Gespräch, eine Nachricht und es kommt noch nicht. Kann auch bedeuten, dass ein Gespräch löst etwas aus bei den Fischengeborenen und dadurch entstehen Zweifel oder Ängste. Also das bremst momentan die Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sind Umbrüche, Veränderungen. Das bekommt aber eine Struktur. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Und es ist wichtig, die wohnliche Bereich, die wohnliche Situation. Entweder ein Rückzug, damit wir, ich sage mal wir, ich gehöre auch dazu, ich bin auch in Tierkreiszeichen wiedergeboren, dass wir brauchen einen gewissen Rückzug,
dass wir zur Ruhe kommen, kann auch bedeuten, dass in die wohnlichen Bereich, wohnlichen Situation ändert sich etwas. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben ein gutes Gefühl und in den kommenden Tagen, also heute und auch morgen, kommt auch etwas im Fluss. Und die Stiergeborenen haben auch Lebensfreude. Sie sollen ihren Gefühlen bewusst wahrnehmen und auch um die liebe Partnerschaft kümmern. Aber wichtig ist auch ein Entgegenkommen, auf anderen zugehen, offen zu sein, Gefühlen zeigen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen werden heute Morgen Einschränkungen sein. Es bewegt sich nicht so, wie die Zwillingsgeborenen das wünschen. Oder sind sie unruhig, nervös in die Tagen. Ein bisschen Geduld noch, bis sich das alles beruhigt. Ein guter Gespräch ist aber zum Erwarten. Und da bewegt sich auch einiges. Diese Unruhe, das sind nur Stimmungen, geht auch schnell vorbei. Wichtiges Thema ist bei den Zwillingsgeborenen die Liebe, aber auch die beruflichen Situationen. Bei den Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommt etwas im Fluss. Die sind kreativ, schöpferisch, bewegt sich einiges in die Liebe-Partnerschaft, haben auch Glück, Chancen, Möglichkeiten und jetzt kommt auch etwas im Fluss. Sie fühlen zwar ein bisschen kraftlos, aber es ist alles in Ordnung. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist eine Wandlung und es hat gerade begonnen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Dann auch Umbrüche, Veränderungen. In die liebe Partnerschaft verbessert sich erst ab 2. Dezember. Und diese Umbrüche, Veränderungen sind neue Möglichkeiten, neue Chancen, ein Neuanfang. Und das kann liebe Partnerschaft sein, das kann auch die berufliche Situation sein oder die wohnliche Situation oder die Finanzen. Das kann in allen Lebensbereichen treffen, gerade die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist ein beruflicher Erfolg oder Aufstieg und einige Jungfraugeborenen planen eine Reise oder gehen sie gerade auf eine Reise und das ist alles gut. Nur die Gespräche, da sind Einschränkungen. Entweder sind Missverständnisse oder sie können andere von ihren Meinungen nicht überzeugen oder kommt ein Streitgespräch. Kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht und daran liegen die Einschränkungen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher. Auch kraftlos und sie sollen konzentriert bleiben, in welche Richtung gehen sie, in welche Richtung setzen sie ihren Kraft ein. Die Gespräche sind aber sehr gut oder eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Und es beginnt etwas in die berufliche Situation und es werden Chancen geben für einen beruflichen Aufstieg. Vielleicht nicht heute, aber es nähert sich. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren, alles prima, die haben jetzt gerade Glück, fühlt sich auch besser an als die vergangenen Tage, kommt etwas im Fluss, sie sollen intuitiv sein, kreativ und haben Glück und Gewinnchancen gerade. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen sind selbstbewusst. Sie haben eine starke Auftreten, tolle Ideen und sie werden auch wahrgenommen. Umbrüche, Veränderungen, wichtige Gespräche, unerwartete Ereignisse. Heute Morgen fühlen sie sich nicht so wohl. Ein bisschen Geduld noch, bis dann in die Tage wieder die Kraft und die Begeisterung da ist. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist ein Lilith-Thema da. Und das bedeutet, das ist ein Prozess. Es ist nicht nur heute, sondern in die nächste Zeit sind in diesem Energie drin. Das sind Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen. Und das ist möglich, all das zu erreichen. Sie brauchen jetzt ein starkes Glauben und dass sie das nicht aufgeben oder nicht unsicher wirken und keine Angst davon. Also bitte nicht davonlaufen, weil das, was die Steinbockgeborenen gerade lernen. Sie haben heute ein gutes Gefühl, auch morgen fühlt sich alles gut an und Wertschätzung, Finanzen wird auch gerade ein Thema sein bei den Steinbockgeborenen. Diese Beschreibung ist natürlich allgemein. Es besteht aber die Möglichkeit, das maßgeschneidert anfertigen bzw. berechnen.
Und das können Sie gerne bestellen. Und dann bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Da möchte ich noch auf meinen Shop noch erinnern. In meiner Webseite befinden sich auch die Produkte, kommen auch neue Produkte dazu. Das können Sie gerne bestellen. Meine Webseite ist www.denderasusannamedici.com und noch die Blitzberatungen. Wie funktioniert es? Per E-Mail. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation, stellen Ihre Fragen und ich beantworte diese E-Mails natürlich auch blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro Vorkasse. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.